So, ich hoffe, wartet mal. Ich glaube, da hört man gar nichts. Ja, so. Gut. Hi. Well, ja, so. Hi und herzlich willkommen zu meinem Video aus dem Krankenbett immer noch. Ja. Larry, mein Assistent und Schwubi, mein Begleiter. Übrigens, die Decke, die gehört eigentlich zu Schwubi, aber ich fand es irgendwie, finde es irgendwie so voll den süßen Gedanken, dass Schwubi Larry da zudeckt. Ach ja, das habe ich beim letzten Mal vergessen. Das ist noch so ein Kissen mit Zirben drin, damit man besser schlafen kann. Und ja, gut. Ja, das ist auch noch da. Boah, habe ich Kopfweh. Ich habe da übrigens noch ein zweites davon. Ja. Selbst gebastelt. Ja, gut. Ja. Wie bin ich überhaupt ins Krankenbett gekommen und wie kommt es, dass ich ein Video aus dem Krankenbett drehe? Weil normalerweise würde ich das nie machen. Ich hab mich halt war schon öfters krank, aber entschuldigt. Ich habe Corona. Ich hatte Corona. Ich habe Corona, bin aber nicht mehr ansteckend. Und ehrlich gesagt, im Moment ist mir die Kraft ausgegangen, um zu sitzen und so. Und deswegen liege ich im Bett. Aber ich kann auch schon wieder Sachen machen. Aber ich erzähle euch jetzt alles der Reihe nach. Also, meine Mom, also ich habe vor ein paar, also im Februar noch, wir haben jetzt schon erste. Der erste des Monats, also dieses Monats, wo ich jetzt das Video hochlade, haben wir den ersten. Wir haben den ersten Mittwoch dieses Monats, also ja, ich habe keine Ahnung, es tut mir leid. Ist jetzt nichts Neues bei mir. Ja, auf jeden Fall ist es so, ich kann gerade nicht aufhören, meine Nasenwand da anzugucken, weil ich die gerade total auffällig finde. Es tut mir total leid. Manchmal habe ich so total die schrägen Spleens, wie gesagt, wie mit den Zahn da. Es sieht echt aus wie immer. Ist komisch, fühlt sich aber anders an. Egal. Aber da kann ich euch auch noch was nachher dazu erklären. Ja, also. Vor ein paar Wochen, im Februar noch, entschuldigt, falls ich viel atme, Kurzatmigkeit, war es so, dass ich euch ja schon erzählt habe, dass ich mich so ein bisschen erkältet fühle. Und nachdem ich dann echt ewig lang, also nachdem ich schon richtig heiser war und alles, habe ich dann kurz nach so, ja, habe ich irgendwann dann, habe ich dann so angefangen zu husten. Es war nicht viel, aber nur so ein bisschen. Und meine Mom hat es halt noch beobachtet, hat sich nichts dabei gedacht und okay. Dann ist das Husten immer mehr geworden und immer mehr geworden und ja. Und dann irgendwann hat sie zu mir gesagt, ich soll doch mal so einen Schnelltest machen. Da habe ich zu ihr gesagt, das macht doch gar keinen Sinn. Ich meine, ich habe jetzt zweimal einen gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ja, jetzt bin ich wirklich positiv und da war jeweils nichts. Und also, warum sollte ich jetzt einen machen? Es bringt doch nichts. Ja, dann. Wartet mal ganz kurz. Also, ja, heute haben wir richtig schlechte Videoqualität, aber ich habe noch ein Bild von meinem Positivtest. Jetzt muss ich doch nur mein Handy schnell anmachen. Ich habe eigentlich das jetzt nicht geplant gehabt, aber okay. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich zu meiner Mutter, dass sie gesagt hat, ja, sie und mein Papa machen jetzt auf jeden Fall einen Test. Und das muss jetzt sein und überhaupt. Und ja. Und Papa hat dann auch den Test gemacht, war dann negativ. Dann hat meine Mom den Test gemacht, war auch negativ. Ja, und dann hab ich zu den beiden halt einfach so gesagt, also ich weiß nicht, ich finde es sinnfrei und ich finde es für Ressourcenverschwendung. Ich meine, ich bin negativ, mir geht's gut, soweit, gut ein bisschen husten, aber das hat man halt mal. Und ja, dann war es so, dass ich dann halt. Entschuldigt, ich will echt nicht unhöflich sein, aber ich suche halt. Dann habe ich halt so den Test halt, habe ich dann nach langem Hin und Her, habe ich mal mit meiner Mom geredet nochmal. Dann habe ich zu ihr gesagt, okay, dann mache ich jetzt halt den Test. Damit sie halt einfach so nach dem Motto, damit ich meine Ruhe habe. Das war so eigentlich das Ziel hinter dem, ich mache den Test. Ich wollte meine Ruhe haben, weil so wirklich bueno ging es mir halt nicht und ja.
Ja, und dann ging es halt weiter. Ich habe den Test gemacht. Es ging eigentlich dann auch ganz schnell. Und nach ein paar Sekunden urplötzlich positiv. Ja, da sind wir dann erstmal, sind wir aus allen Wolken gefallen. Sekunde. Sogar mit Datum. Ja, hier. Ein Bild von meinem positiven Test. Toll, ja. Wartet mal, vielleicht wenn ich hier das Licht ein bisschen runterdrehe, dann müsste es gehen. So, jetzt. Ja, man sieht jetzt nicht viel, aber meine Mama hat den eh weggeschmissen. Darum habe ich den jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Ja. Ja, auf jeden Fall war ich dann plötzlich positiv und dachte mir so, ja, Mist. Es war so am 8.2. Dann war aber, ich weiß nicht, eigentlich stimmt 8.2. nicht ganz, aber egal. Auf jeden Fall bin ich dann zur Teststation gefahren und doch war am 8.2. Ja, war am 8.2. Da bin ich tatsächlich. Genau, am 8.2. bin ich dann positiv getestet worden. Also daheim. Und dann hat meine Mom zu mir gesagt, weil sie total schockiert hat, weil wir ja auch gerade hier Umbauarbeiten im Haus haben, wegen den Bauarbeitern, dass wir zur Schnellteststation sollen. Aber da war es schon Abend und ja. Und mir ging es dann auch plötzlich echt nicht mehr gut. Das war so irgendwie, ich glaube ganz ehrlich, dass jeder, der das so hat, dass es dann erstmal so ein psychosomatisches, jetzt geht's mir elend Moment ist. Und ja, dann ging es mir auf jeden Fall nicht mehr so gut. Also davor hätte ich geschworen, alles in Ordnung, alles bestens, bevor ich es gewusst habe. Aber dann plötzlich war es wie so ein Jupp runter. Also am Montag davor, ich weiß gar nicht mehr, was das dann für ein Tag, aber ich weiß gar nicht, wie lang der Tag dazwischen war, hatte ich so einen totalen Durchhänger. Da bin ich wirklich zusammengeklappt, so ein bisschen, und lag so im Bett, hatte Fieber und alles, aber nicht mal sehr hohes Fieber. Also, ja, auf jeden Fall war es dann so, dass ich dann halt zur Schnellteststation gegangen bin und da habe ich so einen Test in die Nase bekommen. Hat so weh getan, ehrlich. Also ich weiß nicht, wie das Leute ertragen jeden Tag, aber bei mir hat das so weh getan. Ich habe vor Schmerz geplärrt. Ja, auf jeden Fall sind wir dann, habe ich zu meiner Mom gesagt, bevor wir jetzt nicht 100% sicher sind, brauche ich noch ein Hasenfutter, ob sie das nicht schnell holen könnte. Und dann sind wir noch schnell zum Da sind wir dann noch schnell hin, weil ich ja eh Maske und alles getragen habe und ich echt nicht sicher war. Ich meine, der Test daheim hätte ja auch falsch sein können. Bin ich halt noch mit, aber ich habe darauf geachtet, dass ich niemanden begegne. Also kein Tier, kein Mensch, nichts. Ich bin wirklich nur schnell rein, hab das Futter geholt, und in dem Laden war echt, da waren, glaube ich, mal abgesehen von mir und meiner Mutter noch drei andere Personen und das war's dann. Also ich war vorsichtig. Wär noch mehr los gewesen, wäre ich auch nicht reingegangen oder wenn da auch irgendwie was danach gewesen wäre, ich wäre nicht hingegangen. Also ich wollte ja auch keinen anstecken und ich habe Maske getragen. Und ich habe sogar noch über die Maske mein T-Shirt getan, damit ich auch wirklich niemanden, damit da nichts durchkommen kann. Ja, auf jeden Fall war ich dann da und dann haben wir halt noch das Futter von Leo geholt. Und dann, als wir gerade an der Kasse gestanden sind, um das Zeug zu zahlen, kam dann plötzlich die Nachricht. Und da habe ich zu meiner Mom so gesagt, Mom, haben wir auf jeden Fall schnell gezahlt, sind raus und dann wollte meine Mom eigentlich meinem Vater noch vorm Däner schnell ein Hühnchen holen, aber dann habe ich zu Mom gesagt, du Mom, ich bin positiv. Und da hat sie so gesagt, jetzt? Und dann ich so, ja, positiv, da. Dann habe ich mein Handy hingehoben und dann hat sie so, okay. Da habe ich gesagt, sie so zu mir gesagt, ja gut, dann können wir ja morgen einen PCR-Test machen. Da habe ich gesagt, nee, Mom, das machen wir jetzt heute. Wir fahren da jetzt wieder hin und machen den Test, damit der dann auf jeden Fall, dass wir das sicher haben. Und dann sind wir dahin, wieder zurückgefahren, haben den Test gemacht, haben dann also nochmal einen PCR-Test gemacht und dann sind wir nach Hause. Meine Mom hat nochmal einen Schnelltest gemacht, wo sie immer noch negativ war.
Ja, auf jeden Fall sind wir dann wieder nach Hause und dann zwischen Mittwoch und Donnerstag nachts so um 22 Uhr irgendwas ganz gerade Zahlen, war voll witzig, kam dann da auch noch der PCR-Test, dass ich auf jeden Fall Corona-positiv bin. Und ja, dann hatte ich Corona. Und ich habe mir die Seele aus dem Leib gehustet anfangs. Okay, wartet, jetzt muss ich atmen und husten. Auf jeden Fall hat dann meine Mom Hustensaft und so und ich habe dann irgend so einen speziellen Kräutertrunk noch getrunken, der da helfen soll. Und der war widerlich, der war echt ekelhaft. Ja. Und gut, ja, und dann ging das so weiter und dann war auf jeden Fall am 14. Februar, was schneller war als eigentlich geplant, weil ich bin halt einfach am 14. schon wieder negativ gewesen. Ich weiß auch nicht, aber war halt einfach so bei mir. Obwohl man gesagt hat, ich soll bis in 10 Tage und ich war am 19. Aber auf jeden Fall. Oder wartet mal, ich muss ganz kurz nachklupschen. Sekunde, ich habe ja alles dokumentiert. Ja, also ich bin auf jeden Fall am 14. dann da gewesen und habe dann den Test gemacht und alles. Und ja, dann bin ich auch wieder als negativ und dann habe ich tatsächlich das Zertifikat als Genesene bekommen. Ja, ich bin genesen. Ich bin offiziell, gehöre ich jetzt zu den Genesenen. Ja, aber was ich sagen kann, was ich auf jeden Fall über Corona jetzt bei mir, von meinem Körper her sagen kann, ist, dass das. Also ich glaube auch für mich persönlich, nur weil du negativ bist, bist du noch lange nicht wieder, hast du den Virus aus dem Körper. Weil ich meine, wenn man eine Erkältung hat, dann hustet man ja auch so lange, wie man den Virus im Körper drin hat. Und es gibt auch nur, also eine Bekannte von, eine Tante, Bekannte, ich weiß jetzt auch nicht gerade, wie ich das jetzt formulieren soll. Also, die hat ein Kind im Schulalter und die sagt, bei diesen Pool-Tests, wo die Kinder dann halt alle getestet werden, ob es einen positiven Fall in der Schule gibt, da sei es so, dass Kinder, die Corona gehabt haben, 30 Tage immer noch nicht mitmachen dürfen wieder bei den Tests. Und das sagt mir irgendwie, dass der immer noch der Virus im Körper drin ist. Also, ich glaube auch nur, dass der da ist, weil ich weiß echt nicht, warum sollte ich sonst husten? Ich meine, wie hoch ist die Chance, dass ich erst Corona habe und dann eine Erkältung? Ja, wo ich Corona her habe, haben wir keine Ahnung, also wirklich überhaupt keine Ahnung. Wir haben nicht mal einen Anhaltspunkt, wo es herkommt. Also unsere drei Top-Theorien sind entweder, ich habe es von von einem meiner Elternteile, oder als ich einmal kurz im Netto war, was aber wirklich eine ganz, ganz komische Situation gewesen wäre, weil da war fast nichts los. Und die andere Variante ist, das hat eine Bekannte, die ebenfalls ein Kind hat, das sehr wenig vor die Tür geht, auch als Theorie genannt. Vielleicht aus dem Gemüse, wenn man da die Packungen aufmacht, die Plastikpackungen, weil in Plastik überleben Viren. Aber am Ende, schließlich und endlich, können wir es nicht so 100% sagen, was es jetzt ist. So, wartet mal ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz mit meinem Arm unter die Decke, weil es wird schon doch ein bisschen kalt gerade. So. Ja, und so haben wir jetzt heute mal was ganz Neues hier. Nämlich, wir haben Elena aus dem Bett. Ja, weil ich kann. Ja, also, ja, gut, wisst ihr was? Dann machen wir nochmal ein Video schnell nachher dazu. Und ich würde jetzt das Video an diesem Punkt beenden und mache euch dann nachher ein neues Video, wo ich euch dann sage, wie es jetzt gerade aktuell ist, was bei mir Sache ist, was ich sagen würde, was gerade noch so, ja, so diese nach dem Positiven und wieder ins Negative. Ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.outlook.com. Ja. Ich habe so total. Ich mach mich gerade selber wahnsinnig, weil ich das Gefühl habe, dass meine Augen zu viel hin und her gehen. Ja, auf jeden Fall mich dieses Video jetzt hier beenden und melde mich dann gleich nochmal. Also dann, bis bald. Tschüss.